Ja, liebe Leute, damit willkommen zurück zu einer neuen Episode. Ausnahmsweise jetzt mal ohne mein Avatar. Hab nämlich aus Versehen meine Kamera geschrottet. Also, muss ich mal schauen. Brauchen Ersatz, aber wir spielen trotzdem weiter. Und wir brauchen ja jetzt die Schlüssel, um unsere Mutter da rauszuholen. Verstanden? Ja, Senior Nicolas. Na schön, du hast ihn gehört. Ich bereite alles vor. Die Alchemistin wird reden. Das wird ein Spaß. Mach einfach deine Arbeit. Der Wachhauptmann mag keine Improvisation. Und ich auch nicht. Ja, natürlich. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich muss sie loswerden. Also gut. Das könnte mir eine Beförderung. Okay, das war jetzt gerade klappt. Er hat eben meine Ergebnisse. Richtung geschaut. Effizient sein. Kein unnötiges Spektakel. Was macht er? Egal, die Klingen sind geschliffen. Oh, das sind die Ratten. Oh, die haben das in die Ratten reinlassen. Wenn der Hauptmann dabei ist, gehe ich besser auf Nummer sicher. Okay, er schaut da rüber. Da kommt vermutlich wieder Retour, oder? Wenn Amicia hier wäre. Nein, ich brauche sie nicht. Was kann ich damit machen? Keine Ahnung, was ich damit machen soll und kann. Das hat mir jetzt wie nicht geholfen. Der mich da? Nee, ne. Okay, aber er geht da vorne hin. Ich warte mal, bis er da wieder hingeht und dann wieder retour. Und da hinten leuchtet etwas da auf der anderen Seite vom Raum. Dann gehen wir da als nächstes hin. Gehen wir ein bisschen weiter nach hinten. Oh, der ist für die Käfig. Ja, aber will ich jetzt die Ratten hier loslassen? Okay, also ich muss das irgendwie so machen, dass sie im Dunkeln sind. Dafür also das Licht. Ja, okay. Entdeck mich, aber jetzt weiß ich schon mal, wie das für die Lichter ist. Okay, 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 alles klar. Du musst sehr vorsichtig sein. Komm zurück, ja, I know. Wenn du die Schlüssel hast. Komme, muss alles bereit sein, damit wir beginnen können. Verstanden? Ja, Senior Nicolas. Na schön, du hast ihn gehört. Ich bereite alles vor. Die Alchemistin wird reden. Das wird ein Spaß. Mach einfach deine Arbeit. Der also ich muss mal dann hier den Rückweg wie sichern. Natürlich. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich muss sie loswerden. Also gut. Das könnte mir eine Beförderung einbringen. Mit Autorität, Ergebnisse. Nun denn. Nicht muss effizient sein. Kein unnötiges Spektakel. So, das heißt. Komm, geh mal her. Egal, die Klingen sind geschliffen. Muss mal jetzt hier. Zange, Brandeisen, Säge, alles bereit. So, das machen wir, dann kommen sie da nicht hin. Sehr gut. Da hinten. Ich muss noch zu dem anderen Licht. Ah, ich muss das wie einmal komplett drehen. Oh, ich kann auch darauf gehen. Wenn Amicia hier wäre. Nein, ich brauche sie nicht. Komm, geh mal wieder auf die andere Seite. Ich möchte die Leiter da hochgehen. Sehr gut. Hier komme ich nicht weiter. Ah, oder ist es dann viel später, wenn die Ratten hier unterwegs sind? Oh, die Ratten. Die haben alle Angst vor den Ratten. Wenn ich sie befreien könnte. Ja. Ja, kannst du auch. Ah, aber ich muss da hinten zu dem Licht.
ohne dass er mich sieht. Okay, wir gehen jetzt hier nochmal runter. Ich sehe mich jetzt nicht. Sehr gut. Und dann laufen wir mal eins nach vorne. Komm, geh mal wieder nach hinten. Ich hoffe echt, das ist richtig. Sehr gut. Bisschen schneller, bisschen schneller, bisschen schneller. Nicht hinsehen, nicht hinsehen. So, geh wieder retour, bitte. Komm, geh retour, geh retour, geh retour. Sehr gut. Ich muss das hier einfach nur so machen, oder? Okay, ich lasse es, weil er sieht mich sonst. Oder ich zeige das Richtung Tisch. Ich glaube, ich mache es Richtung Tisch. Sehr gut. Komm, geh, komm her. Komm, weiter, 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 weiter. Ja, scheiße, aber das wird ja auch nicht gehen. Dann wischen sie den anderen nicht, oder? Ja, doch, wohl. Und können dann hier hinten vorbei. Okay. Wir lassen sie mal frei und schauen, ob das jetzt richtig war. Sobald er hier im Dunkeln ist. Wo müssen wir denn eigentlich dann hin? Der ist für die Käfige. Okay, dann lassen wir mal die Party beginnen. Ich muss zurück. Ja, ich muss Piraten vertreiben. Wo ist jetzt der Schlüssel? Das hat mir jetzt Wien jetzt sehr viel gebracht. Scheiße. Oder ist er da auf dem Tisch, wo er immer hingegangen ist? Laternen. Ich schau mal. Sie mögen keine Laternen. Oh, es funktioniert. Kusch. Okay. Schlüssel. Wo soll ich denn jetzt hin? Da ist nichts auf dem Tisch. Wir können nochmal... Na, hier hinten ist auch nichts. Das ist jetzt echt dämlich. Genau, da hinten. Sehr gut. Und jetzt wieder retour. Was? Nein! Komm, du schaffst es. Jetzt bloß nicht draufgehen. Okay, und jetzt das hier noch ausrichten. Oh nein, Moment einmal. Da komme ich ja nicht drüber.
Komme ich hier wirklich nicht drüber? Hier hinten ja auch nicht. Vielleicht mit der Laterne. Wir können immer noch durch. Ich muss sie da wegbekommen. Vielleicht mit der anderen Laterne. Ja, I know. Das ist jetzt der Plan. Ob das jetzt funktioniert? Ich komme nicht zu meinem Ausgang, ne? Na, ich komme da nicht hin. Ah, dämlich. Wie kriege ich euch jetzt da weg? Oder kann es jetzt vernichten mit der anderen? Okay, komm, geht's mal drauf hier. Komm, geht's drauf. Was ist hier die Lösung? Ja, ich bin schlecht in sowas. Da lasst er mich halt einfach nicht drüber. Und oben drüber geht auch nicht. Jetzt hätte ich wie ein doch, die Leiter bringt mir schon was, oder? Und da kann ich auch einfach so das machen. Oh, fuck. Und hier haben wir nichts. Ich probiere es trotzdem nochmal. Ich gehe nochmal da oben rauf. Ich komme da nicht weiter. Und da ist dann auch wieder dunkel. Nö, bringt mir so gar nichts. Was ist hier die Lösung? Auch auf jeden Fall Licht hier hinten. Geschafft! Ganz allein! Ja, eigentlich nicht. Weil, wie gesagt, wir kommen da nicht hin. Hier ist natürlich zu. Da sind wir auch nichts. Wow. Was soll denn das denn? Wie kriege ich euch vertrieben? Na, wir gehen jetzt nochmal zu der anderen Laterne. Ich euch denn irgendwie vernichten? Nee, die gehen halt einfach nur da rein wieder. Das ist das Weiteste, was nach links geht und so. Spiel, was ist die Lösung für das Ganze? Hier hinten kann ich auch nichts weitermachen. Okay. Liebe Leute, ich probiere mal ganz kurz ein bisschen rum. Und wenn ihr es dann rausgefunden habt, komme ich wieder rein. Also, bis gleich. So, ich glaube, ich habe die Lösung. Und zwar müssen wir die Laterne einfach hier runter zeigen lassen. Damit wir von der Seite wieder hierher kommen können. Die bleibt jetzt so. Jetzt können wir nämlich hier runter. Müssen die jetzt richtig ausrichten. Nämlich so.
müssten wir jetzt am Ausgang kommen. Aber das ist hier richtig. Ja. Jetzt können wir hier nach hinten. Und kommen jetzt so zu der Laterne hin. Und können sie jetzt richtig ausrichten. Ah, es wäre eigentlich so einfach. Ah, okay. Wir müssen in die andere Richtung. So. Was ist jetzt? Ja. Nice. Und ciao. Mama, ich hab's geschafft. Und jetzt steht jemand da, oder? Komm, na, oder auch nicht. So, bitteschön, einmal aufmachen. Alles ist gut. Dir tut niemand mehr weh. Mein Hand. Wie fühlst du dich? Dein Kopf? Sie spricht jetzt mit mir die ganze Zeit. Und was sagt sie? Sie sagt, ich soll mich hier anschließen. Die erste Schwelle. Mama, ich hab Angst. Wir kommen hier nicht raus. Wir haben keine Wahl. Wenn ich bei dir bin, die Stimme, kannst du ihr antworten? Hugo, kannst du sie hören? Ja, sie haben alle dieselbe Stimme. Sie tut mir im Kopf weh. Ignoriere sie nicht. Gib dich ihr völlig hin. Hab keine Angst. Ja. Oh, was kann ich jetzt Ratten kontrollieren? Halte Steuern gedrückt, um zu zielen und dann linke Maus, um die Ratten zur Zielbereich zu schicken. Was? Oh, ist ja geil. Sagst du ihnen, dass sie sich bewegen sollen, damit wir hinaus können? Kannst du das? Aber konzentriere dich, sonst werden sie wieder gefährlich. Es funktioniert. Das ist ja mal geil. Siehst du? Mein Kopf ist weg. Das war die Makula. Doch du hast dir geantwortet. Lass uns gehen. Es ist so cool. Vico, das ist kein Spiel. Diese Kraft ist gefährlich. Du musst dich beherrschen. Ja, Mama. Ist das meine Krankheit? Du bist nicht krank, Vico. Es ist eine Gabe. Ich erkläre es dir später. Eine Gabe? Okay. Du hast sie gefunden. Es wird echt immer schräger. Oh. Sollen wir vielleicht da lang gehen? Oder ist hier zu? Versperrt. Suchen wir weiter. Ja, da ist halt eine Wache. Das ist nicht so geil. Und hier drin kommen wir nicht raus. Okay. So da. Bleibst bitte bloß weg von uns. Das ist so eine coole Spielmechanik. Gefällt mir echt gut. Okay, was ist jetzt hier da? Die Straßen sind in sehr schlechtem Zustand. Wie sollen wir das liefern? Noch, dass wir einen dieser Käfige verlieren. Sei vorsichtig. Ah. I see. Könnt ihr jetzt ihn auch angreifen? Schwarze Ratten!
Diese Ratten. Was zum Teufel haben sie mit ihnen gemacht? Sie füttern sie mit Menschenblut. Wirklich? Ja, es ist komisch. Ich spüre die schwarzen Ratten, aber die hier nicht. Ich verstehe. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Was haben sie mit diesen Ratten vor? Ja, das wüsste ich nach wie vor auch gerne. Hätten wir jetzt hier hin müssen? Nee. Schön wegbleiben hier. Sind wir zum Safe-Bereich? Ja, okay. Geht es dir noch gut, Hugo? Ich fühle mich etwas seltsam. Es ist normal, dass du müde wirst. Sag mir, wenn es dir schlecht geht. Ja. Aber wenn das eine Gabe ist, warum wollten sie das dann verzögern, dass er das später kriegt? Weil so klingt das so, als wäre das überhaupt nicht so schlecht. Ich meine, die Ratten sind schlecht, aber... Die steigen nicht so ganz dahinter. Mama, warum kann ich das tun? Das Blut macht das. Es ist ein bisschen kompliziert. Aber Amicia kann es tatsächlich nicht. Nein, ich erkläre es dir später. Wir haben uns gestritten, Mama. Nicht so schlimm, Liebling. Lass uns erstmal hier herauskommen, ja? Ja, aber ist da jetzt doch nicht unser Oberchef? Ah ja. Es war so klar. Beatrice, ihr seid also wieder mit eurem Sohn vereint. Ich weiß, was ihr ihm angetan habt. Ihr habt, was ihr wolltet, nun lasst ihn gehen. Ihr beleidigt mich, Madame de Roon. Euer Sohn ist der natürliche Träger der Makula und sie ist noch nicht mit ihm fertig. Ebenso wenig wie ich. Aber das wisst ihr. Vitalis, bringen wir es zu Ende. Nikolas, ihr könnt das nicht verstehen. Du spürst es auch. Nicht wahr, mein Junge? Wir sind durch Blut verbunden. Was denkst du, Hugo? Deine Familie wächst. Ich flehe euch an. Ich helfe euch. Aber lasst meinen Sohn gehen. Sein Schicksal ist nicht, ein Dirun zu sein. Er gehört hierher. An meine Seite. Ihr seid ein Scheusal. Ein Scheusal? Madame, ihr habt ja keine Vorstellung. Tötet sie! Ich mach's kurz und schnell. Sag deiner Mann, liebe Wohlkeit. Tut dir nichts weh! Oh nein! Habe ich ihn getötet? Ja. Angriff! Tötet sie! Was soll ich tun? Was? Von wo? Du hast keine. Sehr gut. Du gehörst uns! Na, aber komm. Mit euch beginnt die Beschwörung! Die Zukunft hängt von euch ab. Okay, das ist so heftig. Nutzlose Nacht. Eine Belohnung. Oh, scheiße. Die Phase. Haltet euch. Lieber Makula. Sie reagiert. Macht weiter. Hört auf, ihn zu quälen. Ich werde euch alles sagen, was ihr wissen wollt. Zu wenig. Komm. Der Junge wird schwächer. Ja. Also soll ich das jetzt nicht machen? Oh! Oh, no, 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 no! Fuck, ja, war ja...
Okay, probieren wir es nochmal. Aber das ist jetzt gerade mega cool. Oh, oh Mann. Hätte sie nicht den Save Point da drin machen können, aber gut, wir können es ja eh überspringen. Ich mach's kurz und schmerzlos. Sag deiner Mann, liebe Wohlkleid. Ja. Angriff! Tötet sie! Was soll ich tun? Von wo? Okay, wir müssen jetzt echt auf. Du gehörst uns! Von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Von... Mit euch beginnt die Beschwörung! Die Zukunft hängt von euch ab! Bogenschütze! Komm, nach oben! Nutzlose Nacken! Eine Belohnung für denjenigen, der sie tötet! Riva Makula! Sie reagiert! Macht weiter! Hört auf, ihn zu quälen! Ich werde euch alles sagen, was ihr wisst! Eigentlich schon ein bisschen heftig, dass sie sich da opfern. Komm da nach oben! So. Oh, ich glaube, ich hab's jetzt geschafft. Genug. Hugo, sag doch was. Hugo, kannst du mich hören? Nein. Er ist mächtig. Doch hat er die Schwelle noch nicht, wie erhofft, erreicht. Wisst ihr warum? Amicia. Wegen Amicia? Wie lästig. Doch es dauert nicht mehr lange. Und wir haben noch andere Trümpfe auf der Hand. Bringt sie fort! Lasst ihn in Ruhe! Was wollt ihr denn noch? Viel mehr! So viel mehr! Und ihr werdet bei mir bleiben, damit ich es auch bekomme. Keine Bange, Hugo. Ich glaube an dich. Wir werden unser Ziel erreichen. Also eigentlich haben wir es jetzt alles viel schlimmer gemacht. So als Gesamtresümee. Aber jetzt wissen wir, was er kann. Und entsprechend werden sie uns jetzt halt einsperren, weil wir halt die Ratten vermutlich nicht kontrollieren können. Aber die Fragen werden immer mehr. Und Antworten kriege ich kaum. Amicia, sie ist wach. Ruhig, Amicia. Öko. Shh. Arthur und ich haben dich aufgespürt. Du warst 3 Tage verschwunden, Amicia, und wärst fast gestorben. Wir hatten große Sorge. Öko. Lass mich allein. Komm, hör auf zu träumen. Geh zu den anderen. Die Ratten kommen bald. Wir müssen die Feuer entzünden. Okay. Komm schon. Was denn? Hä, wo bist du? Könntest du bitte aufgehen? Ah, hier. Ist das Schloss immer noch zugefroren? Ja. Der Winter ist hart dieses Jahr. Gut geschlafen? Fühlst du dich besser? Ein bisschen. Hast du wieder von ihm geträumt? Ja. Ich werde Werkzeug. Dir ein besonderes Gemisch aus Johanniskraut. Ich glaube, schon in Ordnung, Lukas. Das brauche ich nicht. Ich vermisse ihn einfach. Ich muss akzeptieren, dass er nicht zurückkommt. Na gut. Ich werde mal nach den anderen sehen. Kannst du Melly von den Problemen mit der... Truhe erzählen? Natürlich. Ach, Melly wird du wahrscheinlich hast sagen, piss einfach aber drauf. Schnell aber aufgegeben. Aber ist viel zu kalt. Oh, oh. Ich spüre was machst du denn mehr? Hier? Hugo hätte dich finden sollen. Okay. Natürlich wieder alles mit dem, was wir hier so finden. Bergbank. Nice. Upgrades. Ah, jetzt hast du hier noch ein bisschen was einsammeln. Okay.
Behälter kann man doch mal. Animit kann ja Schleuder verwenden, um eine Luminose zu werfen. Ohne dass es zerbrechen kann. Okay. Werkzeuge. Irgendwie fallen wir so einen Gegner in der Nähe ab. Mach mal das da. Das sollte mir die Sache erleichtern. Okay. Wo mischen wir hin? Oder gibt es ja noch viel mehr zum Einsammeln? So viele Äpfel hatten wir noch nie. Hugo hätte sich damit vollgestopft, bis er platzt. Da geht's ja noch oben raus. Roderick konnte wegen des vielen Schnees noch nicht weiterarbeiten. Okay, dann ist es der Weg hier nach unten. Aber ihr habt es ja recht gemütlich gemacht hier drin. Hut ab. Aber ich finde es jetzt ein bisschen unlogisch, dass sie jetzt nicht weitersuchen. Oh. Moinsen. Hallo, Amicia. Hey, tut mir leid. Störe ich? Nein. Arthur meinte nur, dass er weg möchte. Schon wieder. Komm schon. Ich will nur, dass wir überleben. Wie bisher auch. Hört zu. Es wird bald dunkel und wir müssen die Feuer anzünden. Kannst du mir helfen, Arthur? Na los. Und geh ihr nicht zu sehr auf die Nerven. Warum sollte ich das tun? Weil du nervtötend bist, deswegen. Oh, Lukas braucht Hilfe mit seiner Truhe. Ja, sicher. Er will mich einfach nur sehen. Aha. Wann immer du willst, Amicia. Ja, jetzt? Soll man... Warte, war wieder ein Haufen von denen. So, Feuer 1 ist an. Feuer Nummer 2. Das können wir ja alles locker von hier oben machen. Komme ich da zum einfachsten... Ja, ich denke schon, oder? Ja, wieso komme ich da nicht runter? Okay, dann halt die andere Seite. Kannst du mir eigentlich helfen, anstatt dass du nur da stehst? Achso, ich soll es dir vielleicht sagen, ne? Bringen wir die Feuerbecken in Position. Fangen wir mit... dem hier an. Ja, genau. Wir machen das schon seit Wochen, Amicia. Tut mir leid. Ich schlafe einfach besser, wenn ich weiß, dass der Graben nachts gesichert ist. Also, wie geht's? Ich fühle mich alt. Hast dich gut gehalten für eine alte Frau. Geil. Ich kenne deinen Bruder nicht gut, aber... Oh, er würde dich mögen. Meinst du? Du hast uns gerettet. Du wurdest gefangen genommen und bist entkommen. Du bist wie ein Held aus einer Geschichte. Ein Held? Aber er wäre traurig, wenn du gehen würdest. Oh. Aber wenn man so möchte, ist ja dann eigentlich eine Rattenmassenvernichtungswaffe. Wenn ich dann am Tag, wenn die Sonne kommt, in den ganzen Becken sterben. Aber so overall wäre es vermutlich effizienter, all die Löcher zuzumachen, wo die Ratten überhaupt herkommen. Alles in Ordnung, Roderick? Ja, alles gut. Ich krieg das schon noch hin. Hey, beruhige dich. Wenn du alles kaputt machst... Geht doch. Jetzt bleiben die Feuerbecken an ihrem Platz. Die Roderick-Methode. Willkürlich, aber effektiv. Ha, probiert's mal aus. Schon dabei. Ja, Moment. Ich mach die Feuer erst nochmal an. Solange ich halt noch die Zutaten dafür habe. So. Das ist alle. Gehen wir mal hier rauf. Gut. Übernimmst du das hier? Ich kümmere mich um das andere. Wenn du soweit bist. Das hier? Amicia, okay. Wir müssen die Feuerbecken, ganz am machen. Ja, habe ich nicht vergessen. Also links oder rechts jetzt? Okay, das war so richtig. Du kümmerst dich um das Feuerbecken auf dem Wall. Ich zünde die hier an. Welches? Das habe ich doch schon angemacht. Schlaumeier. Dann hätten wir noch... Oh, das kann ich gar nicht bewegen. Okay. Zutaten! Gib her. Gib. Ah,
Ach so. Ah, verschieben meinst du. Ja, das machen wir nochmal schnell. Du bist übrigens keine sehr große Hilfe, ne, dass ich das mal gesagt habe. Oh, noch mehr Zutaten. Achso, das sind Steine. Und das nochmal was mit. Im Ernst, hab ihn ganz allein geschoben. Ein Karren, so groß wie eine Kuh. Natürlich. Auf zu lachen, das ist kein Scherz. Nur sehr vor, gut. Du eine Kuh schiebst. Ehrlich, das war unglaublich. Überall Ratten. Frag Amicia. Siehst du, sag dir einfach, dass wir hier etwas haben und dass wir Leute wie dich brauchen, um es zu verteidigen. Ich denk drüber nach. Ich glaube, er will einfach die Freiheit genießen. Obwohl wir sagen, hier so gut haben und recht sicher. Gut, ich bin fertig. Stimmt was nicht? Ja, ja, das da. Unmöglich. Oh, krass. Oh, what the fuck. Verdammt. Oh, oh. Und was ist jetzt der Plan? Zu viele. Arthur! Amicia! Lauf! Komm rein! Aber wir können es doch wieder anmachen, oder nicht? Überlaufen, das ist noch nie passiert. Scheiße! Scheiße, ich habe noch nie so viele gesehen! Die Leiter im roten Bereich. Wenn wir sie erreichen, kommen wir zum Turm. Benutzt dein Feuerwerk. Ich bahne dir auf meiner Seite einen Weg. Ah, fuck. Okay. Also das ganze Spiel wie beim ersten Mal wieder. Das Feuerbett ist an seinem Platz. Was tun Sie da? Sie na, fuck. Sich neu. Sie wollen die Feuer löschen. Amicia, ich habe kein Ignifer mehr. Ich kann nichts mehr tun. Ich schaffe das. Das ist nicht das erste Mal. Ja, Gott sei Dank können wir noch ein bisschen was herstellen. Okay, ist es safe? Oh, cool. Vielen Dank fürs Auffüllen. Dann gehen wir mal runter hier. Oh, nein, 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 nein. Wow, 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 wow. Okay. Und weiter. Was, von wo? Oh, oh nein, sicher nicht. Nicht gut, gar nicht gut. Ich muss zur Leiter im roten Bereich, sonst sterbe ich hier. Amicia, ich schicke dir ja, ein Feuerwerk drüber. Ich versuche es zu erreichen. Wo, 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 wo? Ich stelle auf dich. Oh. Noch mehr von ihm. Von wo, von wo, von wo, von wo? Ah, von da. Kannst du das vielleicht bitte bewegen? Hä? Ja, aber wo? Ach, da. Okay, wir machen noch mehr von dem. Okay, jetzt wird's lang. Ja. Von wo? Von wo? Du hast schon Schlimmeres überstanden. Fuck, 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 fuck. Alter, diese Viecher werden immer schlimmer. Halte durch! Ich bewege das andere zu dir! Wo? Welches? Okay. Nicht mit mir. Wo? Wo? Wo war das jetzt? Wo? Ah, da. Oh, Mann. Leute. Dankeschön. Scheiße, ich hab nur noch zwei. Fuck. Ja, geschafft. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich brauche mehr von dem. Geht's jetzt weiter? Ach so. Nein, ich muss ja da lang.
Okay. Rauf. Ich dachte schon, das war's. Alles in Ordnung? Ja, danke. Jetzt liegt es du an dir. Das Feuerbecken auf deiner Seite. Ich bringe dich hin. Wie? Wie kommst du voran? Gut. Lieber hier oben als da unten. Was geht hier vor, Amicia? Sie haben schon mal versucht, da reinzukommen, aber nicht so. Wie kann das sein? Oh, woher soll ich das wissen? Aber es ist fast, als würden sie angreifen. Na, hör mal. Das sind Ratten, keine Engländer. Ja, aber warum aber jetzt? Wir hätten doch abhauen sollen. Das habe ich erst einmal gesehen. Komm her. Amicia, ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Lanze. Überlass das mir. Das gefällt mir nicht. Was? Ich kann warum? Nicht schneller. Achso, ja, er hat ja gesagt, er hat ja nichts mehr. So, komm. Weiter. War bestimmt jetzt nicht das letzte Mal. Noch mehr! Sie haben mich endlich auf die Gänse gesehen! Ich glaub's nicht! Was passiert hier? Warum jetzt? Naja, gerade zweimal. Ja, schaut, dass wir nicht in der Moderne sind, wo wir LED-Lichter und so weiter hätten. Dann könnten wir hier alles fluten. Ich bin da, wir haben es fast geschafft. Los! Danke. Du verdienst deinen Ort. Das ist in Ordnung. Komm, gehen wir rein zu den anderen. Ich hoffe, ihnen geht's gut. Wenn die Ratten reingekommen sind... Amicia, sie sind keine Kinder mehr. Sie können damit umgehen. Ich will kein Risiko mehr eingehen. Ich werde nicht noch jemanden verlieren. Ehrlich gesagt wäre ich jetzt liebend gern so weit... Oh Mann. Okay, jetzt war ich echt dezent angespannt. Nein! Was zum Teufel ist los? Arthur, wurdest du gebissen? Nein. Wir müssen hier weg. Aber die Burg kann sie abwehren. Lukas, es waren noch nie so viele. Das ist kein gewöhnlicher Angriff. Was zur Hölle ist das? Hier lang! Schnell! Das glaube ich jetzt nicht. Ach so. Geh. Tu, was getan werden muss. Hugo. Los. Wow. Was haben die jetzt? Was soll denn sicher? Sie gehen sie nach. Was haben sie mit aus ihm gemacht? Weg. Die Ratten. Er hat. Er kann sie kontrollieren. Ja, mit bitte der Makula. Schon. Wo kommt man da hin? Keine Panik. Das Chateau wurde für solche Situationen aber gebaut. Aber, dass er da jetzt. Das Chateau ist baufällig. Die Ratten kommen spielen leicht durch die Verteidigung. Ich frag mich, ob sie ihm jetzt da hart gedroht haben, dass er jetzt da mithilft. Amicia, er hat recht. Geh durch. An die Arbeit. Hugo! Hugo! Töte sie! Oder ich töte deine Mutter vor deinen Augen. Hugo! Ich bin Amicia, deine Schwester! Das glaube ich jetzt nicht. Töte sie, Kind! Dann behält Vitalis dich vielleicht an seiner Seite. Geh zurück. Um von Nikolas. Hugo, nein! Nun komm, Junge! Sie bedeutet dir nichts mehr. Ich habe überall nach dir gesucht. Worauf wartest du? Überquere die verdammte Schwelle, Träger! Hör nicht auf ihn, Hugo! Genug! Ich verfüttere sie an deine Ratten! Fass sie nicht an, Mistkerl! Mistkerl! Er kam Alter. Freiwillig zu uns, weil du ihn verraten hast. Dank ihm wird Vitalis bald der einzige Träger der Makula sein. Was? Nein! Hugo ist der einzige Träger! War der einzige Träger! Sein Blut fließt nun in den Adern des Großinquisitors! Abu, jetzt! Stirb! Ihr werdet in der Hölle sterben! Oh, Gott sei Dank. Oh, das war jetzt eine geile Sequenz, damit nach hinten laufen. Amicia.
Wieso sagt er nichts? Arthur, sieh nach, ob er tot ist. Ich muss mit Hugo sprechen. Geh. Ich kümmere mich um ihn. Hugo? Hugo! Ich will nur mit dir sprechen. Er kann dir nichts mehr antun, Hugo. Guck mal! Schon gut. Ich bleibe stehen. Du kannst herkommen. Komm. Du hast gelogen. Nein. Nein. Oh nein. Er ist sauer. Wegen der Lüge von der Mutter. Ich beschütze. Ich bitte. Du hast gelogen. Nein. Du hast es geschafft. Nein. Arthur! Für euch habe ich keine Verwendung mehr. Ach du Scheiße. Hugo, er darf uns nicht sehen. Wir müssen... Das seid ihr ja. Meine Klinge ist noch warm, wie ihr bald herausfinden werdet. Moment, die Ratten, sie gehorchen dir, oder? Hier müssen doch welche in der Nähe sein. Sie sind hier, aber haben Angst vorm Feuer. Dann löschen wir sie, wir brauchen die Ratten. Scheiße, wie ging das mit dem Löschen nochmal? Das war löscht Feuer. Was? Wenn Hugo an Missas Hand hält, kann sie die Kontrolle beeinflussen. Die auf der Art, also halt den Tabulator gedrückt, um das Auswahlmenü aufzurufen. Ah. Nice. Was? Oh, scheiße. Nein. Oh, scheiße. Die Ratten, Amicia. Er hat sie alle getötet. Wir befreien noch mehr. Oh Mann, ey. Ich bin angespannt. Oh, warte mal. Ach, scheiße, ja, wegen seinem... Scheiße. Wie kann er das tun? Er darf dich nicht sehen, Amicia. Du musst dich verstecken, Amicia. Ja, wie soll ich mich verstecken? Nice. Und jetzt nochmal die Ratten. Okay, aber das war sicherlich nicht alles. Scheiße. Ja, herstellen. Ich brauche noch ein paar von dem. Fuck. Geh weg. Oh Mann. Wo ist er? Das ist
das Ende! Nein, er darf dich nicht sehen! Fuck, 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 fuck. Komm, 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 komm. Also, wir brauchen mal so Antifeuer. Nein! Ah, das ist scheiß Steam-Teil aufgegangen. Nein! Gut. So, erstellen. Erstellen. Warum geht das nicht? Ich muss mich verstecken, damit ich es ausmachen kann, oder was? Aber wie soll ich mich verstecken, wenn er so schnell ist? Ich kann mich nicht verstecken. Mann! Ah, so eine Kacke. Und jetzt dann nochmal die Ratten. Das wird schmerzhaft. Na, scheiße. Er hat's gesehen. Nein, er darf dich nicht sehen. Mann, 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 Mann. Okay, wir machen den gleichen Trick jetzt nochmal. In welche Richtung gehst du? Ich bring euer Blut zum Kochen, bis es aus euren Augen. Das ist das Ende. Okay, bitte lass es jetzt finally sein. Oh, Gott sei Dank. Oder so. Amicia! Arthur? Nein, das nein, war nein. Jetzt aufregend. Arthur! Ich werde sie töten. Ich reiße sie in Stücke. Melly, es tut... Halt einfach den Mund, verstanden? Bitte, hör auf. Ich töte sie. Ich verbrenne ihr verfluchtes Banner. Melly. Das schaffst du nicht. Was ist mit dir? Stehst du einfach nur rum? Wacht auf! Seht euch um! Du weißt nicht, was du da sagst. Ich weiß, dass wir abgeschlachtet werden. Wir alle. Sie haben meinen Bruder, deinen Vater, euren. Wir haben nichts mehr. Nichts! Sie hat recht. Amicia, das ist Wahnsinn. Wir sind fünf gegen... Gegen eine Armee. Ich denke, dass wir jetzt viel mehr sind. Hat er die Schwelle überschritten? Ja, ich denke schon. Hugo, was willst du? Ich will Mama retten. Das ändert natürlich alles. Selbst wenn wir sterben, was haben wir zu verlieren? Wir? Nichts. Doch Vitalis, jetzt können wir ihn aufhalten. Dann lass uns gehen. Auf den Tod! Auf den Tod! Okay, cool. Wir ziehen in den Krieg mit Ratten. Ich glaube, das wird jetzt ein echtes Fest. Aber sie sind jetzt wenigstens keine große Gefahr mehr. Zumindest solange unser kleiner Bruder bei uns ist. Geil. Jetzt, glaube ich, kommt der Showdown.
Hä, warum sind wir denn jetzt wieder in der Stadt? Sie aber ist okay. Riesig. Wie sollen wir bloß Mama finden? Wir werden sie hier rausholen, Hugo. So, Freunde, genug getrödelt. Hey, warte! Okay, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir sind weit über der Zeit. Das ist eigentlich eine Doppelfolge. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns zur nächsten Episode. Tschüss! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.